Alabis ist ein Pokémon mit dem Typ Wasser, existiert seit der dritten Spielgeneration und ist neben Sarganabis eine der beiden letzten Entwicklungsstufen von Perlu. Alabis ist ein hauptsächlich blau gefärbtes Pokémon mit aalartigem Körperbau. Sein länglicher, gliedloser Körper verfügt über eine durchgehende Reihe gelber und halbkreisförmiger Rückenflossen und läuft in eine Schwanzflosse aus, die wie ein kleiner Fisch geformt ist. Dieser Eindruck wird durch einen augenförmigen Fleck verstärkt, auch der restliche Körper ist schon mit solchen übersät. Alabis verfügt über ein breites und mit spitzen Reißzähnen bewehrtes Maul und hat eine auffällige gelb gefärbte Kopfflosse sowie zwei kleinere Flossen an den beiden Mundwinkeln. Um den immensen Wasserdruck seines Lebensraumes auszuhalten, hat es ein stabiles und solides Rückgrat ausgebildet, doch auch seine Sinne sind an die dunkle Tiefsee bestens angepasst und es kann hervorragend sehen. Shiny-Exemplare von Alabis sind giftgrün gefärbt, während die Flossen und Zierpunkte ebenfalls gelb sind. Alabis zeichnet sich durch eine eher gemächliche Geschwindigkeit, aber robuste Verteidigungsfähigkeiten und kräftige körperliche Angriffsfähigkeiten aus. Im Kampf verlässt es sich auf sein kräftiges Gebiss und drückt Feinden mit Knirscher oder Eiszahn entgegen, beherrscht aber auch Attacken wie Tiefschlag oder Nassschweif, bei welcher es einen kraftvollen Hieb seines Schweifs zurückgreift. Aus der Ferne nutzt es Aquavelle oder Hydropumpe, um sich zu wehren. Sein bedrohliches Aussehen schlägt sich in der Attacke Grimasse nieder. Zwar ist es üblicherweise eher langsam, doch profitiert es durch seine Fähigkeit Wassertempo vom regnerischen Wetter, in dem es sehr unsicher flink fortbewegen kann. Andere Exemplare sind durch die versteckte Fähigkeit Aquahülle vor Verbrennungen geschützt. Der Lebensraum von Alabis erstreckt sich über den Grund von südlichen warmen Meeresbereichen. Es lebt in sehr großen Tiefen, in welche kein Sonnenlicht hinabdringt. Es bewegt sich mit schlängelnden Bewegungen fort, ist jedoch kein besonders gestickter Schwimmer. Wenn es jagt, lockt es daher mit Hilfe seines wie ein Fisch geformten Schweifs, welcher zudem über die augenartigen Flecken Licht abstrahlt, Beute an, die darin ihrerseits Beute erhofft. Alabis der Tiefsee, das Tiefsee-Pokémon, schluckt sie dann schlicht im Ganzen herunter, sobald sie sich in seiner Reichweite befindet. Alabis blieb aufgrund seines abgeschiedenen Lebensraums dem Menschen lange Zeit unbekannt. Überlieferungen zufolge ist es daher ein unheilvolles Omen, wenn Alabis an der Oberfläche in der Nähe von Stränden auftaucht. Alabis stellt dabei den letzten Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe dar und ist neben Sarganabis eine der möglichen Weiterentwicklungen Perlus. Bei der Entwicklung verlässt es seine schützende Schale und nimmt in beiden Fällen eine seeschlangenartige längliche Form an, wobei Alabis sich auch seine physische Sarganabis auf seine speziellen Kräfte spezialisiert. In den Spielen wird die Entwicklung von Perlu nach Tausch mit getragenem Abisszahn und zu Sarganabis nach Tausch mit getragener Abisschuppe weiter. Und mit dem Typen Wasser nimmt es halben Schaden gegen Stahl, Feuer, Wasser und Eisattacken, doppelten Schaden gegen Pflanzen und Elektroattacken und der Rest macht normalen Schaden.